Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Murdered Soul Suspect hier in Schnubbis Playground. Wir müssen immer noch Sophias Geist finden und treffen immer noch auf ziemlich verrückte Psychos. Warum ist eigentlich in dieser Stadt jede zweite Leiche bzw. jeder zweite Geist hier in so einem Psycho, der irgendwas verbrochen hat? Das da ist ein Serienmörder. Der Typ, der da hinten drin war, wäre gerne ein Serienmörder gewesen, wenn er sich nicht angeblich selbst gekillt hätte. Okay, das klang gerade so, als wenn hier irgendwie ein Geist unterwegs, ein Dämon unterwegs wäre. War hier nicht eben noch was zum Sammeln irgendwo? Habe ich mich wohl vertan. Nettes Geschäft. To Triage. Triage beobachten. Dr. Trotters Befunde. Bestimmt auch irgendwie ein Serienmörder. Es geht nichts über ein gutes Buch. Die Hand ignorieren wir mal. Es geht nichts über ein gutes Buch. Psst, nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Na schön, dann sehe ich mich allein etwas um. Fassen Sie nichts an. Ach, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Findest du bald raus, dass eine Hand ist da? Nehmen Sie es nicht persönlich, aber diese Medizinbücher scheinen überholt. Glaub nicht, dass Sie darin irgendwas Neues entdecken. Warum sollte ich das, wenn es so viele alte Dinge zu entdecken gibt? Ich frage Sie, wissen Sie, was die älteste bekannte Krankheit ist? Natürlich nicht. Also sage ich es Ihnen, der Tod. Und jede Kultur der Welt hat ein Buch zu dem Thema. Für gewöhnlich verschollen, für gewöhnlich tabu. Ich habe mein Leben der Entwirrung der Mysterien des Todes gewidmet. Ich bin nah dran, aber es fehlt noch etwas. Du weißt, dass du tot bist, oder? Besser verschollen. Ich will dich jetzt nicht schocken, ne? Aber egal. Ich finde es krass, wie die Lichter hier blenden. Was war das für ein Ort? Und was war das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Ich habe Sie sagen gehört, es sei eine Art Feldlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Ja, jetzt war ein bisschen zu spät. Ist ja schon tot. Na komm. Na, geh halt hoch da. Ende im Gelände. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh. Die Reaktion war nicht gut. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ja, finden wir. Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Teleportieren. Halte LB gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit R, lasse LB los, um zu teleportieren. Na, geht doch. Okay, da geht's nicht hin. Ah, okay. Ich muss Boden zielen. Teleporter ab. Piu, piu, piu. Oh, das ist extrem
nervig gerade. Ne, extrem sensibel, wie das mit dem Zielen geht. Jetzt komme ich nämlich auch durch so eine kleine Schlitze hier durch. That's what she said, nein. Bob, wo sind die jetzt hin? Exit. Keine Ahnung, ob ich jetzt schon raus muss, Schrägstrich kann, Schrägstrich soll. Elf von diesen Grenzen noch. Wait, war das nicht hier? Nee, doch nicht, sieht nur gleich aus. Schade. Ich dachte gerade, ich wäre jetzt in dem Raum, also auf der anderen Seite des Raums vorhin, wo ich halt bei diesem Doktor war. You know? Weil das irgendwie komplett gleich aufgebaut ist hier alles. Nee, warte, hier war doch irgendwo ein Durchweg, genau. Da. Jetzt im Kreis? Nee. Jetzt bin ich hier hinter. Oh. Oh. Hilfe! Der hier fantasiert wieder. Er ist tot. Ich fürchte, er hat gleich wieder einen Anfall. Beruhigen Sie ihn so gut es geht. Seine inneren Organe versagen. Er ist tot. Genauso wie ihr alle. Ich kann jetzt nicht reden. Sehen Sie nicht, dass der Mann leidet? Ich glaube, die wissen nicht, dass sie tot sind. Flup. Nee, warte, hier bin ich auch schon gewesen vorhin. Und ich bin ja da oben. Dann bin ich hier, habe ich mich hier runter teleportiert, deswegen gehe ich einfach mal ins raus. Oder auch nicht. Jetzt aber. Wait for me. Ich gucke hier erstmal nach Sammelgegenständen, auch wenn die nicht wirklich spannend sind bisher. Beziehungsweise, ich habe sie ja selber noch selten bis gar nicht gelesen, aber ja, das ist halt so ein typisches, ich strecke mal das Spiel, indem ich überall Sachen verstecke, damit es einen Sinn macht, auch das alles zu erkunden. Muss halt jeder für sich selber wissen, ob einem das gefällt oder nicht. Ich persönlich finde es halt besser, wenn diese Sammelgegenstände auch einen Sinn ergeben. Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind im Fernsehen. Bin ich jetzt im Fernsehen? Wegen der grauenhaften Geschichte dieser Stadt ist sie eine Brutstätte für Geister. Ich meine, klar, einen Sinn ergeben sie schon, sie erzählen die Story, aber das kann man auch anders machen als über Sammelgegenstände, weil wenn man nicht alle findet, dann verpasst man ja Teile der Story. Heilende Trugbilder? Travis, meinst du nicht, dass es etwas übertrieben? Okay, cut. Dwayne, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Korrigiere mich nicht bei laufender Kamera. Aber das kannst du in der Show nicht sagen. Da lachen die Leute uns doch Hallo. Aus. Oh Mann, gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. So kann ich nicht mit dem reden, wenn da reden steht. An. Alles klar, Kamera ab. Travis, der Geisterjäger hier, und wir sind in Salem. Wie ihr wisst, ist es wahrscheinlich, dass ich an diesem Ort bin. Naja, du hast ein Gebäude im Rücken. Was war das? Definitiv ein paranormales Ereignis. Ich habe es auch gehört. Hier ist eine Präsenz. Ein Geist.
Nach dem Motto, du hast keine Ahnung, was du da laberst, Depp. Jetzt ist es da drüben. So, war das jetzt hier? Nee. Oder? Ah, wen haben wir denn da? Hast dir einen ruhigen Ort zum Lernen ausgesucht? Bist du auch drauf reingefallen? Wann lassen die mich hier raus? Ich bring diese Verbindungstypen um, sobald ich hier rauskomme. Naja, wann hast du das letzte Mal versucht, einfach rauszugehen? Könnte einfacher sein, als du es in Erinnerung hast. Ach ja? Du bist Toto-Genie. Die Tür lässt sich nicht von innen öffnen, du Genie. Wirst schon noch drauf guckst kommen. Du, was ich mache, dann machst du nach. Es ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof... Sam, Friedhöfe sahen sich, dass sie voller werden, ne? Ist keiner dran. Eigentlich wollte ich da versteckt bleiben und den benutzen. Geht doch. Das ist da jetzt ein bisschen assi, dass sie so nebeneinander sind. Hoppala. Ja, irgendwie muss ich die doch trennen. Ich komme da einfach nicht so vorbei, wie ich das gerne würde. Kann ich einfach hier oben? Ganz schön kalt hier draußen. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Und glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Oh, du Depp. Oh, du meinst unser Footballteam? Ja, ich denke, wir haben gute Chancen. Ihr verbringt viel Zeit beim Training. Muss nett sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja. Ganz schön kalt hier. Wie geil. Ganz schön kalt. Oh, du hast aber eine schöne warme Jacke. Und der rafft gar nichts. Man muss die Geister auch nicht platt machen, kann aber dort vorbeigehen, das passt schon. Das ist ja schon mal etwas, nicht, dass man hier jetzt jeden unbedingt mit diesem recht langweiligen Kampfsystem erledigen muss, sondern halt auch vorbeischleichen möglich. Immerhin etwas, ich hoffe nur, das rächt sich nicht später.
Na, nimm. Rex Meinung zu Ronans Vorstrafenregister. Es sind hier aber eine ganze Menge Geister und relativ viele Secrets. Beziehungsweise Sammelgegenstände. So. Hier gestorben oder what? Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Also, das da auf dem Arm ist eine ziemliche. Ziemlich guter Hinweis, wer sie ermordet hat. Ich bin der Polizist. Glocke. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Kann sie wohl nicht mehr reden. Dein Fokussieren erfordert mehr Fokussieren. Was macht diese Geräusche? Welches Geräusch denn? Ich habe es gar nicht hingehört. Der Riss ein tiefer Kratzer, verursacht von etwas Schweren, das den Baum getroffen hat. Sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Grab him, her. Wieso lässt du denn los? Was zum Teufel ist das? Ja, dann grab doch die Hand. Was meinte er mit? Was ist das denn für ein Honk? Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Sie will dir unbedingt was zeigen. Nö, ich will das aber nicht sehen. Ich will den Mord nicht aufklären. Voll Honk. Sie sah aber ganz gut aus eigentlich, als sie noch gelebt hat. Wer bist du? Was machst du da? Du bist es so schnell! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Hör auf! Was soll das mit dem Stuhl und so weiter? Er hat was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Hör auf damit! Au. Was ist jetzt plötzlich los? Eben wollte sie noch, hey, ich will dir alles zeigen. Jetzt schreit sie, hör auf damit. Oder kann plötzlich reden. Und verschwindet wieder. Nun, das war's. Ich glaube, ich stehe zu sehr auf dem Schlauch, was dieses Spiel angeht. Ja, neues Ziel, zurück zu Joy. Machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.